Schwarzer! Bist du dumm? Hau ab! Geh endlich dahin zurück, wo du hergekommen bist! Hau ab! Die Frau ist feminin, der Artikel heißt die. Mann ist maskulin, der Artikel heißt der. Das Kind ist neutral und die Leute, das die hier, ist plural, weil die Leute kein einzelner Mensch sind. Hat noch jemand eine Frage dazu? Ist ja mal. Frau Annika, was heißt eigentlich, bist du dumm, ich Schwarzer? Bitte was? Die Bedeutung, was bedeutet, bist du dumm, ich Schwarzer? Also, bist du dumm, ist ja mal, übersetzt man mit, are you stupid? Ja, aber das sagt man so nicht. Und mit Schwarzer, damit ist eventuell auch nur die Hautfarbe gemeint. Hey, Ausländer! Hau ab, du Schwarzer! Wir haben hier genügend von dir! Verpiss dich endlich! Geh zurück in dein Land! Wir brauchen hier keine Straßenköter mehr! Wir haben hier bereits genügende! Mach endlich, dass du fortkommst! Hau ab! Hey, warte mal! Was ist mit dem los? Warum benimmt er sich so? Benimmt er sich so, weil ich Schwarzer bin? Weil ich ein Migrant bin? Er ist ein alter Mann. Vielleicht hat er eine schlechte Meinung über Migranten. Vielleicht hasst er alle Migranten. Du stehst für einen typischen Migranten. Ein Beispiel für einen Migranten. Ein Botschafter für alle Migranten. Morgen. Ach, guten Morgen, Herr Doktor. Ja, dann, wie geht es Ihnen? Danke, ja, gut. Sie hat mich gerettet. Ja, dann, vielleicht können wir Sie morgen nach Hause schicken. Oh. Was hast du deinem Nachbarn zu verdanken? Wie bitte? Hallo? Hallo?
Rollstuhl des Kreuzes. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Nachbar ist vom Rollstuhl runtergefallen. Name und Adresse? Ohne ihn hätten Sie es nicht geschafft. Deshalb solltest du ihm danken. Danke. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke. Danke, dass du mich gerettet hast. Wie geht's dir, Papa? Oh, hallo. Danke dir. Hallo. Das ist Isimal, mein Nachbar. Kennen Sie meinen Vater schon länger? Ismael hat Ihren Vater in die Klinik gebracht. Oh. Herzlichen Dank. Bitte schön. Wie war Ihr Name? Isimal. Da, für dich. Dankeschön.